mir gedacht, ich werde nicht mal so ein Schweinehund sein wie immer und würde mal mit Sven mal einen Tagesausflug machen und mal einen Film drehen auf Deutsch, damit die deutschen Zuschauer mal sehen, dass wir nicht nur Kroatisch drehen. Sven ist übrigens, du bist Deutscher und Kroate, ne? Ja, mein Vater ist aus Kroatien und ich bin in Deutschland geboren. Ja, und Luise ist auch hier und vor Jahren hat Sven zu mir gemeint, mach mir doch mal bitte so einen Schutz für mein Beilchen. Und ich habe mir gedacht, leck mich doch am Arsch, ich habe keine Zeit, lass mich in Ruhe. Und das war nicht das Gute an der Sache. Das war das Gute, ja. Aus dem Guten, aus dem Schlechten kam was Gutes zustande. Ich habe es dann selber probiert, das hat mir so gut gefallen. Und jetzt wird ein Lederbusiness draus. Ja, kannst du mal so deine Arbeiten zeigen? Hast du was dabei? Ja. Also Sven ist jetzt 10-mal besser als ich. Eigentlich der Beste, den ich kenne. Lässt sich halt viel aus Leder machen. Ja. Machst auch Messerscheiden und... Alles Mögliche. Alles Mögliche. Gürtel, Rucksäcke, Corona-Masken. Corona-Masken. Und es ist auch gut, wenn man eigentlich schlecht den Leuten ist, weil man oft auch Gutes erzielt. Ja. Man kitzelt das Talente manchmal raus, ja, wenn ja, man es stimmt. Selber machen muss. Ja. Weil wäre ich gut gewesen, hätte ihm was gemacht, hättest du dich nicht bemüht, selber was zu machen. Hätte ich mich zurückgesetzt und hätte gesagt, cool, er hat mir was gemacht. Ja. Jetzt mache ich mir nichts. Ja. Und du hast dir gedacht, Mokko, du Schweinehund, jetzt zeige ich dir, dass ich mir was Besseres machen kann. Und das hat geklappt, ja. Und heute haben wir uns mal hier die Gegend angeschaut, bei Kalnik. Das ist unser löses Gebirge hier. Wir haben hier den Fluss Drau und aber auch hier so ein Halbgebirge. Der höchste Punkt ist 643 Meter. Ja. Wir haben uns die Bunker angeschaut von der Volksarmee. Die waren auch sehr interessant, ja. Jetzt gehen wir noch Pilze sammeln. Ich zeig dir noch, wo die ganzen Quellen sind. Ja. Also als Prepper, vielleicht musst du mal einen Wald abbauen. Und ich bin nicht in der Nähe. Und er sagt wieder, leck mich am Arsch. Okay. Such selber. Such selber. Und dann findet er dann bessere Quellen als ich. Und mach mal so ein Rundum, bitte, so eine Panoramaaufnahme, damit die Leute sehen, wie es hier aussieht. Also dahinter ist Österreich und Wien, ganz da hinten, weit weg. Man sieht auch die Alpen, wenn gutes Wetter ist. Und dann hier auf der Gegenseite, das eine Gebirge hinter mir, ist Medvednica, dahinter ist dann Zagreb. Und man kann das hier ziemlich weit schauen. Und hier waren alles früher die Türken, eine Zeit lang. Und wir haben hier dann Festungen gehabt, damit wir uns gegen die Türken erwehren können. Alle 5 Kilometer war eine Festung. Und es gab immer einen Alarm, als unsere Hunde die Türken gerochen haben. Weil die Türken haben gestunken nach dem Lammfett und so, weil die haben ja kein Schweineschmalz benutzt. Und da konnte man die riesige Armee der Türken auch auf der Ferne riechen. Aus Meilen. Aus Meilen, Meilen entfernt. Monokland stinkt meilenweit. Ja. Und was ich noch sagen wollte zu Luise, die jetzt filmt, aber ich habe es nicht gesagt, bevor wir hier oben waren. Hier gibt es dann die giftigste Giftschlange Europas, die Hornviper. Und jetzt, wenn es so warm ist, ist sie nicht auf dem Stein, weil es dann zu heiß ist, sondern die ist dann auf dem Gebüsch. Man muss dann ziemlich aufpassen, wenn man hingreift, nicht, dass man irgendwo auf die Schlange greift. Aber nur jeder zweite Griff ist, Biss ist meistens mit Gift bestückt. Normalerweise sind es ja trockene Bisse. Man wird von der Giftschlange gebissen, aber die indiziert dann auch kein Gift, weil es für die zu teuer ist, zu schade für so einen wie uns. Ne? Die jagen ja damit, ne? Willst du noch was sagen? Ach ja, vielleicht Werbung für deine Firma, Lederfirma. Ah. Wenn es soweit ist, mache ich es dann, ja. Ist noch im Aufbau. Jetzt wird erstmal ein Haus gebaut in Kroatien. Und wo denkst du, ist besser in Deutschland oder in Kroatien wegen Corona und so? Keine Frage. Je weiter weg von der Zivilisation, desto höher die Überlebenschancen. Egal, was kommt. Deshalb machen wir jetzt einen Abstecher hier durch die ganzen Wälder. Mal schauen, wo wir uns am besten verstecken können. Wenn der wilde Watz kommt, der böse Mann mit der Spritze, mit dem weißen Kittel. Ja, wir haben ja ein paar Fallschirme dabei, da kommen wir dann schneller runter. Da springen wir dann einfach da von der Rampe und dann... Machen wir eine Rampe für Paraglider oder aber für Schwiegermutter im Rollstuhl. Kann man einfach runterpurzeln lassen. Lassen wir die auch gleich los. Okay, das wäre es dann, glaube ich, fürs Erste. Mach doch bitte eine Aufnahme von dem Turm da. Von dem Mast. Von dem Mast, ja. Da ist sicher auch 5G drauf. 5G, Krebsmaschine. 5G, Hrvatska. Ja. Genau. Also, macht's gut. Ja, macht's gut. Und schaut unsere Filme an, auf Deutsch, auf Kroatisch, bevor die weg sind. Wenn jetzt die Zensur. Kann kommen. Kann kommen, und zwar sehr bald. Okay. Bis Halleluja. Dann. Arrivederci. Leck mich am Arsch. Salam alaikum.